Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video und jetzt mal was ganz anderes, was es bis jetzt noch nicht gab, und zwar Arc Map. Das ist ein GIS-Programm von Esri und damit arbeite ich gerade. Und ihr seht, die Leute, die sich auskennen, das ist die Karte von Frankfurt im Hintergrund, genau das Europaviertel, und da würden wir jetzt gerne eine Netzwerkanalyse durchführen zum Thema Grundschulen. Die Grundschule ist hier. Das werden wir dann aber später nochmal genau sehen. Also, wir möchten ein Einzugsgebiet machen und dafür gehen wir hier. Da muss man natürlich noch in der Arc Toolbox erstens mal das Tool runtergeladen haben. Das Network Analyst Tool. Und das muss man natürlich auch eingeschalten haben. Ich weiß gar nicht mehr, hier bei Erweiterung muss man es anschalten. Genau. Und jetzt haben wir ein neues Einzugsgebiet, möchten wir machen. Und was will man? Was kommt da rein? Was braucht man dafür? Also wir brauchen natürlich erstmal die Einrichtungen. Und die tun wir so reinladen. Nehmen hier die Grundschulen. Und eine Suchtoleranz, und hier würde ich jetzt einfach mal, wir haben immer mit 20 Meter gearbeitet. Jetzt haben wir hier auch schon das direktes Problem. Das Fragezeichen heißt nicht verortet, er findet es nicht, also können wir nicht mit 20 Meter arbeiten, sondern müssen eine größere Suchtoleranz eingeben. Jetzt muss man hier auch wieder die Grundschulen, und dann würde ich immer in 5er Schritten hochgehen, auf 25 Meter, zack, es hat direkt geklappt. Okay, das muss dann die gleiche Farbe haben wie hier oben verortet. Nicht verortet, habt ihr ja gerade gesehen, war dann das Fragezeichen dran. Danach gehen wir aufs Einzugsgebiet und müssen dann hier noch ein paar Einstellungen tätigen, damit es auch alles gut funktioniert. Da gehen wir runter auf die Eigenschaften. Jetzt sind bei mir hier natürlich direkt schon die Linienerstellungsfunktion eingestellt. Genau, wir möchten eine Linie haben. Dann müssen wir auf Analyseeinstellungen geben. Hier steht jetzt, dass wir hier eine Entfernung eingeben müssen. Und das ist jetzt die Entfernung, die wir von dem Punkt aus, hier von der Grundschule aus, messen möchten. Die 1000 Meter passen jetzt in dem Fall genau. Daran werde ich nichts ändern, weil es sich hier um Grundschulen handelt. Aber wir haben zum Beispiel jetzt im Forsche oder in Verlauf meiner Forschung untersuche ich diese verschiedenen Entfernungen und muss dahin gehen, würde ich jetzt den ÖPNV und den Busverkehr untersuchen, müsste ich hier 300 Meter eingeben. Aber in dem Fall passt es alles. Auch bei der Polygonerstellung passt erstmal alles. Wir übernehmen, okay. Und jetzt können wir eigentlich direkt schon hier oben auf dieses Feld klicken, Aufgabe berechnen, und dann müsste der Computer automatisch die Analyse durchführen. Zack, jetzt haben wir hier ein Gebiet, das mit den Polygonen eingezeichnet ist, und die Straßen sind auch nochmal eingefärbt. Gehen wir jetzt an einen Punkt näher hin, suchen wir uns mal diesen Punkt hier aus, braucht es natürlich alles, dann sehen wir, okay, um an diesen Punkt zu gelangen, hat er seine Schwierigkeiten, bis dahin kommt er nicht. Es liegt nicht in dem Einzugsbereich der 1000 Meter von hier unten. Hier auf der Straße kommt er wohl ziemlich weit, bis hier hoch, bis hier runter. Aber bis zu diesem Punkt, bis zu diesen Straßen kommt er nicht. Dann kann man jetzt sagen, später in der Analyse, okay, es gibt Teile im Europaviertel, die schlecht abgedeckt sind. Gerade hier vorne und hier in dem Bereich. Oder hier vorne in dem Bereich. Dieser Bereich ist das Skyline Plaza. Hier werden keine Menschen leben, die eine schulische Bildung brauchen. Hier oben in dem Bereich ist auch noch schlecht versorgt, was Grundschule angeht. Genau. Und wie exportiert man das Ganze jetzt noch in seine Geodatabase rein? Da geht man jetzt einfach die Polygone. Wenn man das jetzt löschen würde, wäre die ganze Netzwerkanalyse wieder weg. Jetzt gehen wir hier auf Daten, Daten exportieren.
müssen natürlich hier unsere richtige Geodatabase wieder aussuchen. Das war die Grundschulen 2. Und hier können wir jetzt den Namen noch ändern. Das waren einmal die Polygone. Die würde ich auf jeden Fall speichern. Und das können wir jetzt hier als Layer hinzufügen. Jetzt haben wir hier ein großes Polygon. Aber was für mich auch noch wichtig ist, sind hier die Straßen, die benutzt wurden. Und so gebe ich das jetzt auch ein. Benutzte und dann immer Unterstrich verwenden. Straßen. Okay. Ja. Zack, haben wir die auch noch. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier die Linie mal ausgrenzen. Ah, jetzt müssen wir die Polygone auch noch. Oh, ja, dann würde man auf jeden Fall sehen, welche Linien hier genutzt worden sind und welche nicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Ihr könnt damit etwas anfangen und die nächste Netzwerkanalyse bei euch wird etwas einfacher fallen. Hier und hier tauchen jetzt noch irgendwelche Videos auf und ein Abonnier-Button. Könnt ihr draufklicken, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.